Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Project Ozon. Mit dem Butze. Hallo. Und dem Olli. Guten Tag. Wir gehen heute auf Reisen. So. Und wer auf Reisen geht, sollte eine Sache nie vergessen, nämlich eine Karte. So. Warum sage ich das eine Karte? Ganz einfach, weil es nämlich dann einfacher ist. Ja, und Orientierung, wer nicht in Zeiten von unserem guten TomTom lebt, oder Navigon oder wie soll man alle heißen. Nein, es gibt auch noch die gute alte Karte. So, wenn wir nämlich mal hier gucken, und das würde ich euch auch mal ganz kurz anraten, mal mitzugucken. Im Mod Twilight Forest gibt es nämlich eine Karte, die nennt sich Magic Map 0. Na, Magic Map, Magic Map. Da gab es eine, die man craften kann. Blank Magic Map. Genau. Magic Map. Da ist die Blank Magic Map, genau. Da braucht man einen Fokus dazu, den kann man sich relativ leicht craften. Wenn man noch alles hat. Was fehlt denn da? Raven's Feather? Haben wir die nicht mehr da? Dann habe ich wahrscheinlich schon zu viel verbraucht. Eine ist noch. Okay. Crafting Grid. Dann bau dir doch mal einfach mal die Karte. Hast du eine? Ich habe die Karte schon gehabt und hab sie wahrscheinlich im Twilight Forest irgendwo liegen lassen. Egal. Ja, dann mach du doch. Nein, mach du ruhig. Du nimmst sie auf. Naja, ist doch wurscht. Nimm einfach mal die Karte. Nee. Gut. Dann hast du sie bei dir im Crafting Grid. Ja, da haben wir die Feder. Schön, dass ich die Achievements zweimal kriege. So, Blank. Nein, nicht Erzimmerkarte. Hier, Blank Magic Map. So. Die nehmen wir uns mal mit. Die gebe ich euch dann gleich. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in den... Ja, ist ja gut. Gehen wir in den Twilight Forest. Da müssen wir dann halt einmal geradeaus durch. Ach, ist das schön hier mit diesem... mit dieser Cheater-Armor. So. Da sind wir auch schon. Olli ist schon wagemutig ins Twilight gesprungen. Ich gleich hinterher. So. Und wofür ist die Karte jetzt gut? So, wir sind jetzt im Twilight Forest und wenn wir die Karte an einer beliebigen Stelle hier irgendwo aufmachen, sehen wir, wenn wir auf die Karte schauen, da tut sich was. Die Karte wird gezeichnet. Wie bei einer Standard-Minecraft-Map. Nur da kommt gleich eine Kleinigkeit noch dazu. Wenn wir mal ein bisschen hin und her blättern. Und dann sehen wir jetzt auf der Karte nämlich noch ein paar Zusatzsymbole. Das sind quasi die Bosse, die es hier in der Gegend gibt. So, Olli, Butze, willst du mal sehen? Nee, danke. Jo, kannst mal gucken. So, weil ich habe nämlich das schon mal ein bisschen gemacht und habe schon ein bisschen rumgeguckt. Und deswegen ist bei mir die Karte schon relativ voll ausgezeichnet. Und entschuldigt, wenn wir das uns heute mal ein bisschen einfacher machen. Wir machen das mal heute mit meinen Wegpunkten, die ich mir gesetzt habe. Und wir gucken mal, ob die Snake heute mal wieder uns wohlgewollen ist. Und dann hole ich mir mal den Biber Butzemann zu mir. Und dann hole ich mir den Olli zu mir. Und dann können wir mal schauen, ob wir nochmal eine Snake hier kriegen. Weil die hatte da Barbecue. Olli das... Barbecue? Ja. Okay. Und? Kriegen wir nochmal eine Snake? Das ist eine gute Frage. Nein, eine Snake kriegen wir nicht nochmal. Schade eigentlich. Wenn ihr da reingeht, kriegt ihr eine Snake? Muss ich vielleicht mal rausgehen? Das ist nicht da, wo wir schon mal waren? Ja, richtig. Hier keine neue mehr kommen. Nee, schade. Okay. So, und um jetzt zu wissen, wo wir als nächstes hin müssen, müssen wir in einen merkwürdigen Bildschirm, den man selten sieht, den Achievement-Bildschirm. So, und dann suchen wir uns den Twilight Forest raus. Und da hatten wir schon mal den Naga Hunter. Und als nächstes käme bei mir der Lich Hunter. Der Lich Hunter, das Symbol hier. So, und dann schauen wir mal, ob ich den schon auf der Karte so entsprechend weiß. Problem ist, sobald, solange wir die Snake nicht gemacht haben, können wir den Viechern drinnen da keinen Schaden machen. Okay. Weil von der Schlange habe ich nämlich leider keine zweite Position gefunden, von den meisten anderen ja. Interessanterweise. Das ist doof. Das ist ganz doof. Dann feuern wir dich einfach an. Ihr feuert mich an, das ist gut. So, dann war das hier, war das das Schloss, genau.
Fliegen wir einfach mal nach Westen, genau nach Westen. Da müssen wir nämlich genau dort rauskommen, wo wir hin müssen. Ins Schloss. Und den Viechern haben wir drei in der Nähe. Ja. Das ist ja der Witz dabei. Aber von dieser komischen Schlange nur eine einzige. Kommt ihr überhaupt rein? Das müssten wir eigentlich können. Da kam ja immer so eine komische, ja... Das Gekriesel. Genau, so eine merkwürdige Wand. Wir können uns den Weg, wir können den Weg nehmen oder wir können den einfachen Weg nehmen. Ich glaube, wir nehmen den einfachen Weg, oder? Da oben ist doch irgendwo ein Eingang. Beziehungsweise wir können uns einen Eingang machen. Ja, da ist was. Da ist was. Seht ihr mich? Ja, ein bisschen. Hier. Ein paar Stockwerke weiter oben. Ja, genau. Und hier ist nämlich ein Eingang, den wir natürlich auch nutzen können. Ja. Der. Und da war gerade schon ein Skelett. Ach, deswegen ist da ein Skelett. Okay. Gut. Da geht's nicht nach oben weiter. Schade aber auch. Da motzt schon wieder jemand rum. Ah, da ist ein Skelett. Und ein Zombie. Ich habe ganz viel Angst vor euch. Aua. Und ihr könnt die Monster hier nicht anhauen oder so? Nein? Oder den Boss? Den Boss wahrscheinlich nicht. Monster See, probier ich's aus. Okay. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie weiter nach oben. Wo geht's hier nach oben? Völlig das Verwirrspiel. Ach, da. Da ist noch ein Spawner. Schauen. Hier ist oben. Hier ist oben. Wo ist da? Hier geht's da zum Boss. Da. Gut, dann... Halt, du meinst da nach oben. Okay, nee, alles klar. Hier durch? Hier durch? Da über uns ist er gleich. Ah, okay, gut, dann... Ah, und immer Vorsicht, die Treppe ist hier löcherig. Ja, ja, du kannst mich mal. So, und das war wieder so ein Blöder, bei dem man irgendwie die Sachen zurückschlagen musste, in die richtigen Sinne. Na. Ich habe hier keine Chance, noch was zu tun. Ja, irgendwie muss man das, was auf mich geschossen wird, muss ich zurückwerfen. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus gerade. Mal ganz kurz hier weg. Weg, 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 weg. Bücher, geht weg. So, brauchen wir ganz kurz was zu futtern. Aber das ist ja glücklicherweise dank Ollis hervorragender Nahrungsmittelversorgung hier überhaupt kein Problem. So. Seid mal beide ruhig da rein. So. Weg hier. Da muss man, ja, da muss man irgendwie die Bälle zurückstoßen. Diese eine zuschleudern. Müsste man doch das, was sie einem zuwerfen, hier bei den Mobs will zurückwerfen. Oder täusche ich mich jetzt, da war das woanders. Ja, nee, ich muss kicken. So, ich brauche nochmal ein bisschen Regeneration. Aber das ist ja glücklicherweise hier kein allzu großes Problem. Kann nichts mehr essen. Verfliegst. Aua. Heute ein Epic Bacon. Na komm, regeneriere mal ein bisschen schneller, du Kerle. Ich habe hier doch nichts getan. Bisher. Oh, jetzt habe ich dich da unten. Na, da muss ich wirklich das Zeugs auf sie zurückschleudern. Lässt sie mich dann auch mal vorbei?
Komm, geh mal weg. Geh mal weg, du. Wow. Hat er nicht schon zwei Schilde verloren? Wahrscheinlich ja. Hat nur noch einen. Dann habe ich ja anscheinend schon richtige Arbeit geleistet. Huch. So. Okay. Die Rüstung hält. Dank drei Wettertopf. So, komm. Und jetzt nochmal. Hat er noch? Ein Schild ist noch da. Ein Schild hat er noch da. Gut. Gut, dann wird es wohl noch einen kleinen Moment dauern, bis ich das hier alles habe. Ja, ja. Einer links, einer rechts. Ist doch gemein hier. Hier wird dann schummrig bei dem gelben Gefilmer. Ja, ja. Und jetzt? Hat er noch so viel? Oder? Ja, immer noch eins. Immer noch eins. Ich sehe. Ja, so ist das unfair, Jungs. So nicht. So nicht. Das so nicht. Einer von links, einer von rechts finde ich nicht lustig. Immer noch eins. So, regenerieren schnell. Und Häppchen essen. Immer noch ein Schild. Muss ich das auf ihn zurückwerfen, diese komischen Enderpearls, die auf mich kommen? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon wieder zu lang her. Naja. Können wir währenddessen schon mal hier das Inventar wieder ein bisschen befreien. Boom, Paper, Bücher, Paintings. Gut. So, regeneriert haben wir halbwegs. Ja, da hinten ist gut. Da hinstellen bitte. Jetzt hat er wieder drei Schilder, was soll denn der Mist hier? Ja, ja. Und dann von oben auch noch kommt. Nein, 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 nein. Du nicht. Sag ich doch, du nicht. Ja, dann läuft jetzt mal die Treppe runter. Oh! Der ist runter teleportiert. Das ist auch nicht nett von ihm, oder? Ja, auf der anderen Seite. Das Blöde ist, der hat jetzt schon wieder ein paar mehr Schilder bekommen, ne? Die Frage ist, wie kriege ich den... Opa, ich muss raus. Ist doch nicht lösbar. Was machst du da? Wenn der da unten steht mit seinen Schildern, ist es doch nicht lösbar. Keine Ahnung, ich muss auf jeden Fall mal verschwinden. Okay. Oder muss ich seine Sachen auf ihn zurückschleudern? Wir können ja auch nichts kaputt machen. Nee. Ja. Gefangen. Olli, der schießt auf dich, oder? Ja. Okay, dann stell mich mal vor dich. Jetzt hat er noch ein Schild. Das ist gut. Jetzt hat er keins mehr. Juhu! Auf ihn mit Gebrüll! Auf ihn mit Gebrüll! Jawohl, weg ist er! So, und die zwei Jungs da oben sollten jetzt weg sein, oder? Ja. Oder sind die noch da? Nö, die sind weg. Und was machst du hier, du Kobold? Du Böser? Sehr gut. Damit haben wir jetzt einen Teil, ein Achievement, glaube ich, jetzt gerade erledigt. Schauen wir mal, Achievements. Das war jetzt der Lichthunter, genau. Und als nächstes kommt Scepter Mastery. Nein. Touched by the Undead. Use the magic of the Lich Scepter to clear the Der verfolgt poisons. Mich. Wie? Der verfolgt dich. Break der schlägt away. Mich. Verpflegen. Okay. Das nächste laut der Questreihe, wenn ich es richtig sehe, ist mit dem Lichtzepter. Nein, Breaking the Maze. The Maze Breaker im Secret Labyrinth. Du kannst ihn auch einfach mal zurückhauen. Man darf sich ja auch wehren.
kann hier doch nichts machen. Oh, hey. Was? Mensch, Spielverderber. Du willst den Kobold bloß einen Stockwerk tiefer verlustieren, oder? So, das war der Boss. So, das nächste ist das Maze-Labyrinth. Na, da müssen wir irgendwie raus. Hier. Also, du machst gerade eine Lücke in die Wand? Okay. Das geht scheinbar. Oh, hier ist eine andere Wand. Okay. Ich guck mal. Oh. Oder ist das jetzt? Komm einfach hier raus. Das geht. Ging für mich zumindest gerade. Ja, ich kann das mit kaputt machen. Okay. Abbauen geht. Scheinbar. So, dann, ich hatte schon mal auch ein Labyrinth gefunden. Genau hier, Labyrinth. Dann machen wir das so. Teleportieren wir uns mal hin, weil dann sparen wir uns den Weg. War das hier tatsächlich ein Labyrinth? Nein, das war das falsche Labyrinth. Hey, Sister. Wir brauchen ja kein Labyrinth. Wir brauchen... Nein, das brauchen wir auch nicht. Untergrund, war das das? Nein. Yeti, nein. Pinguine, nein. Labyrinth, nein. Labyrinth, nein. Das müsste schon das unten gewesen sein. Das am weitesten weg ist, oder? War hier auch noch was? Nein, das war das ganz unten. Das war das, was am weitesten entfernt war. Das müsste der Untergrund gewesen sein. Schauen wir mal hin. Ja. Ich hab noch eine Snake gefunden. Hast du eine Snake gefunden? Ja. Sollen wir dann einfach nochmal ein Licht machen? Weil da habe ich noch ein paar, glaube ich, auf meiner Karte. Warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz nach Hause, dann können wir die Schlange machen. Okay. Ausholen. Schneller! Schneller fliegen! Wenn ihr die Schlange habt, also ich meine anvisiert habt, dann sagt doch einfach mal kurz Bescheid, weil dann komme ich nämlich dann auch nochmal vorbei und guck bei eurem Intermezzo dazu. Hab ich 4 Lichts auf der Karte. Okay. Markieren wir gerade mal die Schlange und gucken, ob ich noch eine finde. Okay, weil Schloss habe ich noch eins. Eins habe ich ja, 2 Schlösser habe ich noch für euch. Das wäre kein Problem. Ah, Kampfwolle ist da. So, nur eine Sache, dann komme ich wieder zurück. Gut. Jetzt ultra schnell auf der Karte bewegen. Feedback ein Speedbelt hatte. Hallo, Tür, geh auf. Ich glaube, ich lasse gerade ein bisschen lacken mit meinem Kunden. Also ich bin momentan im Kartenmodus, von daher egal. Ach genau, da können wir uns währenddessen nochmal ganz kurz das Pilzschloss anschauen. Oh, da ist was in der Seite laufen. Okay. Das fand ich nämlich auch ganz faszinierend hier, dieses Schlösschen. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwas drin ist. Wally, machst du ein Portal bei dir auf? Und dann muss gerade wieder zurück zur Position. Total cool. Also ich muss immer wieder sagen, der Twilight Forest gefällt mir vom Design her unglaublich gut. Die Karte nicht laden. Sekunde, muss man kurz reloggen. Stell dich aber vor die Arena quasi mit der Schlange, weil dann kann ich mich auch zu dir porten. Dann gucke ich euch nämlich beim Töten der Schlange zu. Ich mache jetzt richtig rum. Stehst du? Ach so, ja, so geht's auch. Danke. Stehst du davor? Also. Ja. Dann warte, ich komme. So.
Da haben wir schon einen Nager. Bitte schön, viel Vergnügen. Geht Guck mal sie, beide. Lass du machen, ich such dann die nächste. Geht doch mal beide rein. Probiert's doch mal zusammen. Haut nicht hin. Weiß ich nicht. Warum? Weil nur einer einen Kill machen kann. Das kann nicht sein. Schlag jetzt einmal drauf. Zweimal. Ihr schafft das. Da fallen schon Stücke von der Schlange ab. Aber viel schneller als ich. Das ist auch genau. Butze hat den. Und Butze hat die Shimmering Scale bekommen. Sehr gut. Tja, dann müssen wir tatsächlich nochmal. Könnt ihr jetzt gerade nochmal so einen Tower machen? Ich suche dabei nochmal so eine Schlange. Okay. Warte mal, ich habe hier Schloss Nummer 2. Genau, Schloss Nummer 2. Schloss Nummer 2 ist für den Butze. Schloss 2, hier. Teleport. So, und dann hole ich mir den Butze mal ran. Genau. Und dann dürftest du, wenn du jetzt in Richtung der Festung gehst, nicht mehr dieses Flimmerzeugs drumherum haben, sondern müsstest reinkommen. Okay, warum einfach rein? Ja, ziemlich weit oben irgendwie rein. Da auf den Druckplumpsen. Aua. Ein Buch haut mich. Ein Buch haut mich immer noch. Buch, hör auf mich zu hauen. So, aber das ist die falsche Ecke. Ah, du hast ihn anscheinend schon gefunden. Ah, du bist von oben rein? Ja, aber der macht ja Schaden, ne? Du musst quasi mit dem Schwert die Bälle vom Lichtking auf ihn zurückwerfen. Und ich kann versuchen, mich um die anderen zwei zu kümmern. Problem ist, ich habe kein Schwert. Mattab geht das? Kann ich nicht, oder? Pickaxe oder ähnliches könnte auch funktionieren. Ich kann dir auch mein Schwert geben. Mach mal eins. Bitteschön. Schwert. Mach mal Plipp bei dir. Ah, jetzt Plipp. Bitteschön. Ich versuche es mal mit der Mattock die Dinger zurückzuwerfen. Könnte. Wie block ich denn? Ach so, Moment. Du musst, einfach nur. Nur Attack. Musst nur attackieren. Oh, 27 hat das nicht. Ja, was anderes hatte ich bisher nicht. Aua. Die schießen ja schon. Ich werde mal die Aufmerksamkeit der zwei Jungs auf mich ziehen. Wenn das geht. Nein, geht nicht. Dann nochmal raus. Fall immer runter und hab schon halb Schaden. Ey, nicht auf mich. Ich bin unschuldig. Die mögen partout mich nicht. Kann ich sie zurückschießen? Schieß doch mal auf mich, bitte. Schieß doch mal auf mich. Ah, du bist unter mir. Nicht du. Das ist der falsche. Das ist der falsche hier. Nicht du. Sag mal, die Dinger, die explodieren immer. Es gibt zwei Sachen. Es gibt die Explodierenden und es gibt die Enderpearls. Und die Enderpearls musst du zurück, zurückschießen. Ich habe gerade versucht, den Lichtking etwas aus dem Spiel zu nehmen, aber der mag nicht so recht mit mir spielen. Muss ich eigentlich auf den schießen oder auf die anderen? Das, was der Lichtking schießt, musst du auf ihn zurückwerfen. Die anderen zwei sind eigentlich nur Beiwerk. Du kannst ignorieren, sozusagen. Ja. Bloß der Lichtking beschießt gerade mich. Dann müsstest du mal versuchen, ihn irgendwie. Ich stelle mich mal in die Ecke und dann kannst du dich vor mich stellen und kannst versuchen, quasi die Dinger zurückzuwerfen. Die auf mich schießt oder schießt jetzt auf dich? Okay. So, ich stelle mich hinter dich. Dann müssten sie eigentlich auf dich schießen. Komm! Wie reagiert gerade keiner? Nö, die mögen. Jetzt plötzlich wieder. Aua.
Autsch. Aua. Schön auf mich. Treffen die manchmal überhaupt nehmen kann. Ah, nein. Hallo, was soll denn das hier? Ja. Das ist aber nicht nett. Nein, das ist nicht nett. Soll ich die dritte Schlange schon mal machen oder soll ich warten? Mach mal. Ich muss meine Materialien gleich wieder irgendwie zusammensammeln. Irgendwo hier müsste ein Grab von mir stehen, genau. Was habe ich denn da alles im Inventar? Achso. Das da hier noch. Drei. Habe ich hier meine Messi-Pouch? Habe ich auch schon. Sehr gut. Dann kann ich nämlich mal ein bisschen was von dem Zeugs, was ich eingesammelt habe, in die Messi-Pouch packen. So, das. Das brauchen wir gerade hier auch nicht. Warum? Ich bin in deiner Nähe. Und versuche mich hier gerade wieder einzurichten. Lifetime. Lichttrophy. Bist du mal daneben? Das ist ziemlich. Es ist nicht einfach, weiß ich. Eins, zwei, drei, vier. Nee, ich hab's gekillt, aber auch immer das komische Gekräusel. Immer noch das komische Gekräusel? Ja. Bei. Moment. Du bist jetzt bei einer Burg, oder? Bei der richtigen Burg? Bin bei euch. Dann schau mal in deinem Achievement, ob du in deinen Achievements das Ding drinstehen hast, dass es erledigt ist. Beziehungsweise hast du die Meldung bekommen, dass es erledigt ist? Nein. Deswegen wundert mich ja auch. Dann schau mal unter Achievements, ob du in der. Bei mir ist jetzt auch noch ausgegraut. Die dritte Reiterkarte, Naga Hunter, ist ausgegraut. Ja, ist aus. Ach nö. Was ist das für Mist? Ey. Toll. Das war ein ganz tolles Schwert, was hier gedroppt wurde. Blöder Winkel hier. Au. Oh, das war ein Platz. Okay. Drei hat er noch. Jo, zwei. So. Oh. Ja, den hab ich gerade versucht zurückzuschleudern. Ich weiß nicht, ob er auf mich oder auf dich fixiert ist. Aua. Oh, ich muss nochmal ein Stockwerk tiefer schnell. Ja. Mein Häppchen nachwerfen. Und nochmal ein bisschen Epic Bacon nachfassen. Was haben wir hier noch alles drin? Meine Güte. Eins! Und danach kannst du ihn mit egal was du hast töten. Das machen wir wieder. Okay, attacke! Huh, mal schnell aus dem Weg. Ey! Ja, das klappt. Eine Menge. Sehr schön, sehr schön. Ha, wieder ein Punkt weniger. Sehr gut. Aber warum das beim Olli nicht geht, wundert mich jetzt echt extrem. Na gut. Trophäe einstecken. Okay. So, dann suche ich nochmal auf meiner Karte. Dann kannst du jetzt abbauen. Auf einmal wieder die gelbe. Ja, das ist jetzt normal, weil du hast jetzt diesen Teil abgeschlossen. Okay. Soll ich es mitnehmen, Ali? Ja, bitte. So, und jetzt schauen wir mal, wo das letzte war. Oder das nächste. Das war nämlich ziemlich tief im Süden. Ja? Untergrund, genau. Untergrund. Sortieren wir einfach mal danach. Untergrund. Das ist einfach Labyrinth. Ja, ich habe es Untergrund genannt bei mir auf der Karte.
Dauert ewig. So, kriege ich auch wieder ein Schwert oder nicht? Ach so, ah, ja. Oder willst du dir schnell eins basteln Nee. dann? Hier, bleib stehen. Dankeschön. So, weil jetzt kommt nämlich noch ein ganz böser Teil eigentlich. Für, also meiner persönlichen Ansicht nach ein sehr böser Teil. Hier habe ich extrem viel Hunger. So, vielleicht einmal ab und anmelden. Vielleicht. Oh. So, da war schon der erste. Ach, was liegt denn hier alles rum? Ja, und die Kühe, die ich hier unten höre, sind keine richtigen Kühe, das weiß ich schon. Das ist. Geworden, Stiere. Und was hier alles rumliegt. So, die Frage ist, in welche Richtung? Sobald ich in den Sumpf gehe, kriege ich den Dieber auf mich Hunger. Gehen oder fliegen. Weil ich glaube, das ist nämlich das Thema mit Fliegen. Daneben. Oh, daneben. Mist. Die eher drauf ticken, das liegt daran, weil ich die Bosse noch nicht gemacht habe. Aber ich kann noch mal reinlaufen. So, also ich mache jetzt hier unten in dem merkwürdigen Labyrinth an die linke Seite meine Fackeln. Okay? Huch, Creeper. Creeper! Ich habe Angst. Hey, hab wieder Hunger. Okay. Vier. Oh. Wieder merkwürdige spinnige Tiere. Vorsicht, nicht in meinen Pfeilhagel laufen. Maze-Slimes. Okay. Was es hier nicht alles gibt. Oh, schon wieder so eine merkwürdige Spinne hier. Okay. Wenn der Butze im Weg steht, darf ich die Armbrust nicht zücken. Gut, dann bleib ich hinter dir. Das Dann lösch könnte. alles aus. Sieht mal. Welcher? Leuchte aus. Okay, und sammelst ein bisschen hinter mir. Okay. Das war jetzt hier. Okay. Ein hell erleuchteter Raum. Gut. Dann. Das war diese Ecke. Nein, diese Ecke war es nicht. Okay. Da ist gerade keiner. Da ist auch gerade keiner. Da ist auch gerade keiner. Überall sind hier diese Glowstone-Wände. Hier habe ich ihn gesetzt. Ach, die hast du hingesetzt. Muss ja nur sagen. Ein Maze-Slime. Gut. Au. Immer diese Büffelherden hier. So.